In example problem 87, we have a simple beam with a uniform load of Q that's pin supported at A. At B, there is a spring that supports the beam. The spring has the given stiffness of K, and we should derive the deflection curve, or the curve of the elastic line, and determine the angle of rotation at A. Despite the problem being given in English, the calculation will again be in German. Wiederum Auflager, FA, FB von der Feder, Q mal L als resultierende der Streckenlast. Dann kriegt man für positive Kraftbilanz nach oben FA plus FB minus Q ist 0. Und positiv so herum, Q mal L halbe. Hier ist ja jeweils L halbe. Und, ah ja, und das Koordinatensystem ist natürlich wieder falsch. Q mal L halbe minus FB mal L ist 0. Das heißt, aus dem zweiten, aus dem Momentengleichgewicht kriegen wir ja, wenn wir da L kürzen, sofort das FB raus als Q mal L halbe. Und aus Symmetriegründen ist das FA ebenfalls Q mal L halbe. Das fordern wir einfach, dass die Feder das leisten kann. Ja, Schnittgrößen, wo starte ich? Ich starte mit der Momentengleichung. Das heißt, ich rechne mal das Schnittmoment aus. Von links kommend FA, dann haben wir hier Q mal X, Querkraft der Vollständigkeit halber eingezeichnet, braucht man nicht, aber im Freikörperbild ist sie wenigstens dann drinnen und das M von X positiv am positiven Schnittufer. Damit ist das M von X FA mal X minus Q mal X halbe, also X Quadrat halbe. Also FA eingesetzt, Q mal L halbe mal X minus Q mal X Quadrat halbe. Gleich auseinander getrennt lassen, dann tut man sie beim Integrieren leichter. Deswegen Differentialgleichung der Biegellinie zweiter Ordnung jetzt. Das EIW2' von X ist minus Schnittgröße M von X, ist also minus Q mal L halbe X plus Q halbe X Quadrat, zweimal integrieren, liefert W' von X minus Q mal L halbe, ja, na, machen wir gleich ein Viertel draus, X Quadrat halbe, nämlich mal zwei Viertel, plus machen wir da gleich ein Q-Sechstel, x der dritten vom x der dritten Drittel plus C1. Noch einmal integrieren, minus QL x der dritten Zwölftel plus Q24stel x der vierten plus C1x plus C2. Und jetzt kommt der Schritt, nämlich Randbedingungen. An der Stelle 0, also hier im Lager A, ist wiederum Absenkung 0. Das ist klar. Schreiben wir mal hin. W von 0 ist 0. W von 0 ist 0, liefert C2 ist 0. Wie vorher besprochen. Startet bei 0. Und bei der Feder jetzt brauchen wir die Federabsenkung. Wie kriegen wir die Federabsenkung? Also der Zusammenhang ist einmal W an der Stelle L ist Delta X von der Feder. Und was ist Delta X? Ja, also ich schreibe einmal her, F, nämlich FB, das ist die geforderte Kraft, die die Feder aufbringen muss, ist K mal Delta X. Das heißt Delta X, oder anders gesagt, FB haben wir schon ausgedrückt, das steht irgendwo da oben, Q
mal L halbe ist K mal Delta X, beziehungsweise Delta X ist mit dem oben gegebenen K von 48 EI durch L der dritten, Q mal L der vierten durch 96 EI. Sprich, das W an der Stelle L ist genau QL der vierten durch 96 EI. Das müssen wir einsetzen. Ich nenne das 1. Setzen wir in die Gleichung 1 ein. Dann liefert das W von L ist gleich minus QL der vierten plus QL der vierten 24 plus C1L mal 1 durch EI, weil das ist ja EI mal W von L, ist gleich QL der vierten durch 96 EI. Und dann kürzt sie das EI sinnvollerweise gleich raus. Und es kürzt sich auch ein L raus. Und damit 5q mal L der dritten 96 sollte rauskommen, wenn Sie das alles zusammenfassen und auf C1 umformen. Also einfach die beiden Terme rüberbringen noch und dann haben Sie es eh da stehen. Ja. Also auch das geht, wenn Sie irgendeine definierte Absenkung kennen. Natürlich, wieso nicht? Ist ja genauso eine gültige Randbedingung. Das heißt, die Biegellinie nämlich das W von X rausgehoben Q durch 96 EI und die Faktoren kann man nicht mehr vereinfachen. Das ist 4X der vierten minus 8LX der dritten plus 5L der dritten X. Aber was man kann, ist auch hier wieder überprüfen, ob die Dimension zusammenstimmt. Alles Länge der vierten, das passt so. Es soll dann insgesamt natürlich, wenn Sie die ganze Dimension anschauen, eine Länge rauskommen für die Absenkung. Das muss sie ausgehen, dann passt es. Und das, was da als Angle of Rotation, Theta A, das ist die Steigung an der Stelle bei A in der englischsprachigen Literatur heißt es üblicherweise Angle of Rotation. Das ist einfach der Winkel, um den bei A die Biegellinie gedreht ist gegenüber der horizontalen Achse. Und in unserem Koordinatensystem wäre er nach unten positiv. Das habe ich Ihnen, glaube ich, ins Moodle hochgeladen. Ja.